weiter geht's mit Welt Bowser Zug. Ja, Sturm auf Bowsers Schergen Express. Was für ein Levelname. Welt Bowser Zug. Hier müssen wir mit Toad spielen. Wir dürfen wieder einmal uns nur bewegen und springen, nicht rennen und auch nicht ducken oder Stampfattacke oder sonst irgendwas. Und wir müssen das Level abschließen mit, ja, schon verkackt, mit höchstens 1400 Punkten. Und warum ich das jetzt schon verkackt habe, hat den einfachen Grund, weil man ja am Ende für das Besiegen von... Achso, stimmt, ich darf ja auch die auch nicht draufspringen. Richtig. Habe ich das vorhin auch schon? Ja, habe ich vorhin auch schon gemacht. Ich bin auch so behindert. Oder, Moment mal, ich täusche mich schon wieder. Stimmt's? Es sind nicht 1400, es sind 14.000. Alter! Bin ich jetzt blöd? Ne, es sind 14.000, stimmt. Ich täusche mich schon wieder. Das war damals in Welt 2 Panzer auch so. Da wusste ich auch nicht, waren es jetzt 14.000 Punkte, die man vom Boss kriegt, oder 1400. Aber ne, 14.000 sind's. Ja, weil man kriegt ja für den ersten Treffer 2.000 Punkte. Dann kriegt man 4.000 Punkte und dann 8.000 Punkte. Macht summa summarum 14.000. Okay. So, und... Achso, ich kann ja einfach jetzt so entlang laufen. Gut. Und das ist wieder auch gar nicht so einfach. Warum müssen da uns da oben aber auch Münzen spawnen? Mann. Schon wieder so unnötig, die Fails hier. Ja, die ist auch gar nicht so einfach, die Challenge. Aber es geht eigentlich. Ja, ich will schon drauf, danke. Aber wir werden bald wieder, nämlich noch in Welt Bowser, eine Challenge machen dürfen, oder eher müssen, die wieder mal verdammt schwer ist. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt, wie schnell ich die hinkriegen werde. Ich hoffe, ich bin schneller als jetzt eine Stunde. So wie bei der Challenge aus Welt... was war das? Welt... Wow. Ja lol, jetzt werde ich von den Honks da getroffen, die wahrscheinlich schwächsten Gegner im Spiel. Mann! Hier, welche Welt war das jetzt mit 9 Sternen? Welt... 4... glaube ich. Ja doch, ich glaube Welt 4-4 war es. Oder was, Welt 3-4? Nee, das war in Welt 4. Genau. Wow. Ja, und die Challenge, die da dann noch folgt, in Welt Bowser, die könnte da rankommen. Also, ja, wahrscheinlich doch nicht ganz, aber ist auf jeden Fall auch sehr, sehr brutal. Och, ich werde es aber auch nie lernen. Warum bin ich so blöd? Oh, das gibt's doch nicht. Also hier stelle ich mich jetzt wieder mal enorm an. Das gibt's ja nicht. Ich müsste mich halt auch mal so ein bisschen wenigstens konzentrieren. Aber das Wort scheine ich ja irgendwie nicht zu kennen. Wow. Jetzt hätte ich da fast die Münzen eingesammelt. Man kriegt ja zum Glück nicht einfach nur Punkte, wenn gerade irgendwie im Bildschirm ein Gegner besiegt wird. Das hat man ja gerade eben gesehen. Denn hier diese Stachelkeule da, die hat ja die Goombas besiegt, aber ich habe nicht die Punkte dafür gekriegt. Also wenn quasi ein Gegner oder ein Hindernis andere Gegner killt, dann kriege ich dafür keine Punkte, was auch gut so ist. So, hier bei den Kaulquappen eigentlich am besten einfach unten durch, dann... wird man nämlich nicht getroffen, weil die können nicht tauchen. So, dann hier rüber. Ja, wirklich schwierig ist es eigentlich nicht. Jetzt muss ich in die Tür. Geht das? Ja. Das wäre jetzt nämlich ziemlich behindert gewesen, wenn ich nicht in die Tür hätte gehen können, ohne diese Münzen da einzusammeln, weil dann hätte ich irgendwie oben rum gemusst. Und verrückte Sprünge machen müssen auf die Ameisenviecher da. Und hier bei der Röhre übrigens dürft ihr natürlich schon wieder euch ducken, ist ja ganz logisch. So, hallo Punpun. Sie hat nicht wirklich was dazugelernt, im Gegensatz zu ihrem Kollegen.
Sie kann halt jetzt noch ein paar mehr Kopien erschaffen als davor. Aber deswegen ist sie immer noch keine Gefahr. Ich meine, guckt euch das an. Wow. Ja, jetzt ist es natürlich ganz da hinten. Ja, das ist dann gar nicht so einfach. Ja, das war jetzt gar nicht so einfach. Das hat sie ganz gut gemacht. Ja, wie sie aber auch immer am allerletzten Eck spawnt. So, jetzt darf ich nicht die Münzen einsammeln, die hier irgendwo spawnen. Ich glaube in der Mitte, ja. Da muss man auch wirklich nochmal extra immer aufpassen. So, wir haben 14.000 Punkte. Nicht mehr und nicht weniger. Und das heißt, wir haben die Challenge geschafft, wenn Toad denn mal irgendwann ankommt. Dankeschön. Okay. Dann haben wir auch diese Challenge geschafft. Und beim nächsten Mal kommt dann die Challenge aus Welt Bowser 4, glaube ich, nämlich diese hier, genau. Geheimnisvolle Pfade. Bis dann, Leute.